Hallo, in dem heutigen Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Upcam über ein Fritz-Phone und über eine Fritz-Box in die Live-Ansicht bringen, um über das Display des Fritz-Phones die Upcam zu betrachten. In diesem Video führe ich es mit einem Fritz-Phone C5 in Kombination mit einer Tornado HDS durch. Dies ist aber auch mit einem Fritz-Phone C4 möglich. Welches Fritz-Phone haben Sie? Lassen Sie es uns doch gerne in den Kommentaren wissen. Als kleinen Hinweis: Die Einrichtung des Live-Bildes ist lediglich für die Wiedergabe von Bildern, jedoch kann man die Kameras nicht mit dem Fritz-Phone steuern. Die Ansicht über ein Fritz-Phone kann zum Beispiel für eine Upcam, die sich am Eingang des Hauses befindet, praktisch sein, um zu schauen, wer an der Tür steht, wenn es klingelt. Zuerst führen wir eine Einstellung über die Fritzbox durch. Hierzu gehen Sie auf fritz.box und loggen sich in Ihre Fritzbox ein. Navigieren Sie nun zu Deckt und dort dann auf Basisstation. Aktivieren Sie im Abschnitt Sicherheit die Option Nur sichere Deckt-Verbindungen zulassen. Zum Übernehmen der Änderungen klicken Sie unten rechts auf Übernehmen. Nehmen Sie sich nun Ihr Fritz-Phone C4 oder C5 zur Hand. Tippen Sie hier auf Menü, dann auf Heimnetz, Live-Bild und auf Neu. Geben Sie oben den Namen der Kamera ein, in dem Beispiel THS für Tornado HDS. In URL kommt die URL des Snapshots der Kamera. Diese besteht aus http://, dem Admin-Namen, Doppelpunkt, Admin-Passwort, @-Zeichen, die IP-Adresse der Kamera und dem Pfad des Snapshots. Diese URL ohne die Anmeldedaten finden Sie in den Einstellungen der Upcam unter Netzwerk und Port. Hier ist es dann der Snapshot-Port. In manchen Fällen funktioniert der /snap.jpg-Link nicht. Wenn das bei Ihnen der Fall sein sollte, verwenden Sie einfach die Auto-JPG-Endung. Da die Auflösung generell auf dem Display des Fritz-Phones niedrig ist, brauchen Sie nicht zwingend die HD-Auflösung. Hier genügt die VGA-Auflösung. Der Intervall ist die Zeit, bis das nächste Standbild der Kamera aufgerufen werden soll. Wenn Sie die Daten eingegeben haben, klicken Sie auf Sichern. Wie Sie sehen, kann man nun auf das Live-Bild der Kamera zugreifen, und zwar von allen Fritz-Phones, die angemeldet sind. Alternativ können Sie auch das Live-Bild direkt an der Fritzbox einrichten. Navigieren Sie in der Fritzbox zu Deckt, Internetdienste und zum Reiter Live-Bild. Klicken Sie hier auf Neues Live-Bild hinzufügen. Der Name ist wieder der Name der Kamera, zum Beispiel Eingang. In die Live-Bild-URL kommt die URL der Kamera rein. Dies ist derselbe Link, wie er auch in das Fritz-Phone kommt, also http://admin-nutzername://passwort/@-ipadder-kamera/tmpfs/snap.jpg oder alternativ auto.jpg. Der Abrufintervall ist wieder die Zeit, bis der nächste Snapshot abgerufen wird. Nun können Sie all Ihre Upcams in der Fritzbox eintragen und mit jedem angemeldeten Fritz-Phone in Ihrem Netzwerk auf jede Kamera zugreifen. Sollten Sie noch Fragen zur Einrichtung haben, lassen Sie uns doch gerne einen Kommentar da. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Like freuen. Weitere Informationen zur Einrichtung der Kamera finden Sie auf unserem YouTube-Channel. Und um weitere Videos nicht zu verpassen, klicken Sie einfach auf Abonnieren.